Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist alles so ein bisschen durcheinander bei uns. Das WDR Fernsehen schaltet sich erst um 13:30 dazu, wegen der verlängerten Eishockey-Geschichte heute Abend. Aber ich freue mich, dass ihr da seid, die Zuschauer von 1 Festival und die Zuhörer von 1 Live. Wie immer freitags sind wir hier mit einer offenen Talk-Radio-Show, mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, meldet euch bei mir 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Caroline und Caroline ist 20 Jahre alt. Hallo Caroline. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch. Also ich bin total dankbar, dass ich durchgekommen bin. Das ist echt total das Wunder. Ja. Weil ich es das erste Mal versucht habe und direkt durchgekommen. Wow. Da gehört schon eine Menge Glück dazu. Das sage ich dir. Und zwar, um was geht's? Mein Thema ist wesentlich unerfreulicher und zwar rufe ich dich wegen dem Thema an, was du gestern in deiner Sendung hattest und das ist der Selbstmord. Ja. Und zwar hat mein Freund sich versucht, am 11. September, also das war Montag, das Leben zu nehmen. In diesem Jahr? Ja, vor ein paar Tagen. Und wie hat er das versucht? Er hat eine Überdosis Medikamente zu sich genommen. Ja. Also er ist schwer krank, also er hat solche Flecken auf der Lunge und hat deswegen so starke Medikamente, also in Form von Inhalatoren und hat das extrem überdosiert, so sehr, dass er, also dass ein Freund von ihm ihn gefunden hat und dass er sofort ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Und wie lange lag er denn da schon, als der Freund ihn gefunden hatte? Weiß man das? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, nicht lange, also eine halbe Stunde. Also ja. Er hat es auch nicht, also er hat sich nicht irgendwie alleine verzogen. Er ist auf eine Toilette von einem Freund gegangen und hat da halt wirklich sein Medikament rausgenommen und hat das dann sozusagen in Anwesenheit von anderen gemacht. Ach so, das sagt ja schon viel aus, ne? Dass er sich nicht zurückgezogen hat in seine vier Wände und das in aller Stille gemacht hat. So, er ist dann ins Krankenhaus gekommen und man hat ihm hoffentlich helfen können. Das Problem an der Sache ist, dass er gesagt hat, also er hat es geleugnet. Er hat nicht gesagt, dass er versucht hat, sich umzubringen, sondern er meinte, dass er es aus Versehen überdosiert hätte. Und das hatte dann zur Folge, dass er diese Nacht in diesem Krankenhaus noch lag, mich von dem Krankenhaus auch angerufen hat, also weil er sich das Handy von einer Krankenschwester genommen hatte und hat mich dann total auf Medikamenten und er hatte an diesem Abend auch Heroin geraucht. Hat er mich dann angerufen und Moment, er hat Heroin geraucht im Krankenhaus? Nee, davor. Davor? Also davor ist er halt zu irgendjemandem gegangen, hat sich das besorgt und hat sich danach diese Tabletten, also hat sich diesen Inhalator da mehrmals reingefressen. Also bevor er die Medikamente eingenommen hat, den Selbstmordversuch unternommen hatte, hat er auch noch Heroin zu sich genommen. Genau. Wie geht es ihm denn heute? Ja, ihm geht es sehr schlecht. Also, wo ist er? Ist er wieder zu Hause? Ja, er ist zu Hause. Also das Problem ist, dass wir eine Fernbeziehung führen. Also uns trennen 600 Kilometer. Oh weia, das ist viel. Ja, das ist sehr viel. Und es ist halt, das Schlimme an der ganzen Sache ist dass er diesen Selbstmord versucht hat, weil ich ihm am Telefon gesagt habe, dass ich unglücklich bin. Und er hat es sozusagen weil ich ihm gesagt habe, dass ich unglücklich bin. Hat er dir das so erklärt, dass er das deshalb getan hat? Ja, also du musst... Oder vermutest du das? Nein, er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Also er hat mir auch schon öfters damit gedroht, sich umzubringen, wenn ich ihn verlasse oder das, also du musst verstehen, er hat eine sehr schlimme Kindheit hinter sich und ich habe ihn aus diesem Elternhaus rausgezogen, also wir sind erst seit einem halben Jahr zusammen, muss ich dazu sagen. Das auch noch, ein halbes Jahr erst. Halbes Jahr. Sag mir mal noch, das ist für das Verständnis für mich wichtig, etwas zu seiner Krankheit. Wie schwer ist er erkrankt? Meinst du mit den Lungen? Also bei ihm ist es so, dass er Blut hustet.
und dass er daraufhin zum Arzt gegangen ist und die Ärztin hat ihm gesagt, du hast 3 Flecken auf deiner Lunge. Mhm. Man kann jetzt noch nicht genau sagen, ob es Krebs ist. Deswegen werde ich dir jetzt erstmal diese Medikamente geben. Und falls diese Medikamente nicht wirken, kann man darauf schließen, dass du Lungenkrebs hast. So einfach geht das? Also es hat sie so gesagt. Also er hat es mir so erzählt. Ich war beim Arztbesuch nicht dabei. Wäre ich auch erstmal skeptisch, ob das nun so einfach zu diagnostizieren ist. Naja, wie auch immer, er hat auf jeden Fall ein körperliches Problem. Das könnte durchaus ein ernstes sein mit der Lunge. Und er scheint ein noch viel größeres, eventuell ein noch viel größeres seelisches Problem zu haben. Ja, das hat er auch. Hast du denn jetzt, ich meine, das ist ja für dich auch hardcore sowas. Ja, total. Was hat das denn in dir ausgelöst, dass nachdem du gehört hast, weil du gesagt hast, du bist unglücklich oder unzufrieden, macht er sowas. Wie hast du dich denn da gefühlt? Doch wahrscheinlich total schuldig, oder? Ja, ich hab mich schuldig gefühlt, aber ich war total sauer auf ihn. Das finde ich auch eine sehr, sehr gesunde Reaktion übrigens, muss ich gleich sagen. Also du musst verstehen, ich war 6 Monate lang immer für ihn da. Mhm. Also ich habe wirklich, also er war arbeitslos, er hat dann bei mir gewohnt, also bei mir und meiner Familie, und ich war immer für ihn da, ich habe ihn nie alleine gelassen. Und obwohl ihr 600 Kilometer auseinander wohnt, wie geht das? Genau, ja, er war immer bei mir, also arbeitslos und war dann halt immer bei mir, hatte halt nichts zu tun. Warum hast du ihm denn am Telefon gesagt, dass du unglücklich bist, dass du nicht zufrieden bist? Ja, darauf wollte ich jetzt kommen, und zwar, ich wollte für ihn mein Leben aufgeben, also das heißt, dass ich zu ihm ziehen wollte, meine Freunde zurücklassen, meine Familie, um bei ihm dann studieren zu gehen, weil ich jetzt Abitur gemacht habe, also dieses Jahr. Und dann kam es halt so, da war ich im August bei ihm, und er hat mich komplett alleine gelassen, denn da war es mal so, dass ich ihn gebraucht habe, und er hat mich wirklich komplett alleine gelassen. Er ist gewalttätig mir gegenüber geworden. Was heißt das? Ja, also er hat mich nicht geschlagen, aber er hat mir körperlich wehgetan. Also es war zum Beispiel, es sind ganz viele schlimme Sachen in diesen 4 Wochen passiert. Und eine war halt zum Beispiel, dass ich mich ins Bad verkrochen hatte, weil ich einfach nicht mehr seine Sprüche ertragen konnte. Und dann ist er halt gekommen und hat meinen Kopf total gegen die Wand gepresst oder hat meine Hände festgehalten, hat mich rumgeschüttelt. Und ich habe mich halt nicht gewehrt, also gar nicht. Und warum bist du noch bei ihm? Die Beziehung ist ja noch sehr jung. Und wenn man dann so etwas auch extrem Negatives erlebt, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch irgendwo eventuell dann auf Distanz gehen geht. Warum bist du noch bei ihm? Das frage ich mich selber. Ich frage mich, bist du blind geworden? Bist du jetzt wirklich so einer von den Menschen geworden, die dann wirklich blind sind und das nicht sehen? Aber andererseits ist es auch so, dass es bei ihm nicht so leicht ist, ihn in eine Schublade reinzustecken, weil er ist irgendwie, also er hat total 2 Seiten. Er sagt die ganze Zeit, dass er mich über alles liebt, dass ich das einzig Gute in seinem Leben bin, dass er nichts anderes außer mich hat. Hast du Mitleid auch mit ihm? Nein. Ich will ihm einfach nur helfen. Also ich habe das Bedürfnis, ihm zu helfen. Und das Problem ist nur, so wie du es gerade geschildert hast, hast du ja schon eine ganze Menge getan. Ja. Und so wie er mir erscheint, hat er ja offensichtlich große, große seelische Probleme, wo immer die auch nur herrühren mögen. Du hast ein Stichwort schon gesagt, dass die Familie nicht gut war, dass die Kindheit schwierig war und so weiter. Ich habe ihm auch schon so oft gesagt, dass er in Therapie gehen soll und erklärt sich auch bereit, aber es sind dann immer wieder so Ausreden. Dann heißt es, ja, zurzeit habe ich einen Zeitarbeitsjob, ich mache das, wenn der Job vorbei ist. Dann mach ihm doch einen Vorschlag, denn ich meine, er merkt ja wohl, dass du ihn schon sehr gemocht hast oder ihm vielleicht immer noch Gefühle da sind. Dass er etwas in die Waagschale werfen muss, um die Beziehung zu halten, nämlich, dass er etwas für sich tun muss, sprich das zu einem... Das tue ich die ganze Zeit. So, und dann musst du die Konsequenz ziehen, wenn er das nicht macht, wenn er immer Ausreden hat, dass du dich wirklich dann von ihm distanzierst. Man darf sich auch nicht erpressen lassen, auch nicht durch so eine Tat. Das ist was ganz, ganz Blödes, etwas ganz Bescheuertes, was Menschen tun können, zu sagen, ich bringe mich um, wenn du mich verlässt. So darf man nie erpressbar werden, nie. Ja, da wird man auch nie glücklich bei. Die Zwickmühle, in der ich mich befinde, ist halt, dass er sagt, er sieht es ja alles ein, er will sich ändern. Er meint, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Ich war ein Scheusal, ich finde mich grauenhaft, ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Okay, sind gute Sprüche. Dann soll er was tun. Er soll sich ändern. Du kannst ihm ja sagen, änder dich, ich bin da. Aber
lass uns erstmal eine Ruhephase einlegen in unserer Beziehung. Ja, das mache ich ja gerade. Und deswegen bin ich ja, ich sollte heute Morgen zu ihm runterfahren. Ich habe es nicht getan, weil ich es einfach als falsch erachte. Denn seine Hauptaussage ist, ich fange die Therapie an, aber nicht ohne dich. Nee, das ist Unsinn. Ich schaffe. Und das sage ich ihm auch. Ja, das ist Unsinn. Er muss die Therapie, genau die Therapie anfangen ohne dich. Ja. Und wenn er eine Stabilität findet oder wenn sich was bei ihm verändert, dann ist es wunderbar, wenn er einen Menschen hat, der an seiner Seite ist. So zieht er dich immer wieder mit herein und bindet dich an ihn und es wird immer wieder neue Probleme geben, immer wieder neue Komplikationen. Ich finde dein Verhalten spontan gut, was du da machst. Du ziehst dich zurück, das finde ich richtig. Wenn du noch Gefühle für ihn hast, hast du noch Gefühle für ihn? Ja. So, dann hast du es ihm ja auch gesagt, tu du etwas und wir können dann ja einen neuen Weg später finden. Ja. So musst du es durchziehen, Caroline, finde ich. Ja. So hart das auch ist so belastend das auch ist, aber das ist der richtige Weg. Das wird auch jeder Psychologe dir so sagen und auch der Psychologe, mit dem er hoffentlich dann bald in Kontakt tritt. Erst muss er sein. Ich weiß ja auch, dass es das Richtige ist. Deswegen bin ich auch heute Morgen einfach intuitiv nicht gefahren, weil ich einfach gespürt habe, dass es falsch wäre. Gute Intuition. Ich würde sagen, mach erstmal weiter so, Caroline. Okay. Wenn Probleme sind, wenn es irgendwie sehr kompliziert wird, mail uns bitte mal. Ja. Ja, dann können wir schneller reagieren und das ist einfacher dann als mit dem Telefon. Und ich wollte dir noch was sagen. Und zwar, ich habe mir geschworen, wenn ich einmal bei dir durchkomme, dass ich dir sage, dass die Welt durch Menschen wie dich zu einem besseren Ort wird. Oh, das ist aber ein tolles Kompliment. Das ist ein sehr tolles Kompliment. Da danke ich dir sehr herzlich. Aber es kommt von Herzen. Das habe ich gerade gemerkt, ja. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Okay. Caroline, alles Gute wünsche ich dir. Und wenn was ist, mailst du, ja? Ja, mache ich. Okay, tschüss. Okay, ciao. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio bei 1Live oder im Fernsehen, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Hier ist Timo und Timo ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Timo. Ja, Tag, ich bin ein bisschen nervös. Ja, also um was geht's denn? Ja, es geht darum, dass in Mecklenburg-Vorpommern die NPD höchstwahrscheinlich, also nach Prognosen zumindest, in den Landtag einzieht. Mhm. Ich habe halt bis März in dieser Gegend da gewohnt, also Ökarando-Kreis nennt sich das da. Und da bin ich selber Opfer von Neonazis halt geworden. Inwiefern? Ja, also ich habe da ja halt ein Jahr halt gewohnt. Das ging halt auch täglich eigentlich schon mit Pöbeleien los, habe ich mich aber halt nicht von provozieren lassen halt von der Sache. Die haben dich angepöbelt? Ja, genau. Weil ich halt, aus dem Grunde, weil ich halt so ein T-Shirt getragen habe, wo halt so ein durchgestrichenes Hakenkreuz halt drauf ist. Was sagen die denn dann? Sagen die, wie äußern die sich? Ja, du bist nicht arisch. Also, und weil man dann quasi, also wie soll ich sagen, du passt nicht in dieses Land, weil ich halt so dieses Zeichen dafür habe, also dass ich kein anständiger Deutscher bin. Verstehe. Also die sehen das dann halt so, dass man halt wirklich kein anständiger Deutscher ist. Also das war so eine Anpöbelei, ging das auch in Gewalttätigkeiten über? Genau, das ist halt das Problem. Da habe ich mich dann halt erst auch gar nicht von provozieren lassen halt. Ja, und dann irgendwann kam dann halt der Tag, das war an einem Wochenende, da nach dem Disco-Besuch war das. Und dann sind halt wieder diesejenigen gewesen, also erstmal mit der Anpöbelei, und dann habe ich halt diesmal mal was zurückgesagt gehabt, diesen Leuten. Nämlich? Ich habe dann, denk mal nach, das ist Dummheit, habe ich dann halt einfach nur gesagt. Ja, was ja noch harmlos ist. Ja, genau, denk mal nach, halt, das ist halt Dummheit, also so habe ich das dann halt gesagt, was und dann... Aber wahrscheinlich für die eine große Provokation darstellt. Ja, genau. Ja. Ja, und dann ging es dann halt richtig zur Sache. Also dann ging das erstmal mit, erstmal sind sie dann zu mir hingekommen, ich bin dann halt weggelaufen. Eine Freundin von mir war auch dabei, die ist auch gerannt wie eine Verrückte. Ja, dann haben sie mich halt gekriegt. Das waren 6 Leute waren das. Was haben die mit dir gemacht? Ja, dann ging das erstmal mit der Faust immer ins Gesicht, die ganze Zeit immer wieder rein. Hat auch einen Nasenbeinbruch halt, dadurch bedingt, weil sie immer mit der Faust so reingehauen haben, wie Verrückte halt.
Ja, und dann hat einer auf einmal wie ein Verrückter dann auch noch zugetreten, also im Magenbereich halt. Ja, dann bin ich halt gestürzt halt und dann haben sie weiter auf mich eingetreten. Also, und irgendwann... Wie schwer warst du verletzt? Also Nasenbeinbruch hatte ich gehabt und eine Gehirnerschütterung. Ja, irgendwann haben die dann einfach so von dir abgelassen? Irgendwann, ja, weil dann Leute dazwischen wollten. Also das haben dann welche von der Diskothek mitbekommen. Bist du im Krankenhaus behandelt worden? Ja, ich bin im Krankenhaus, also ich konnte aber nach ein paar Tagen wieder raus. Aber immerhin warst du ein paar Tage im Krankenhaus? Ja, deswegen. Hast du Anzeige erstattet? Ich habe eine Anzeige gemacht, aber es ist leider nicht wirklich was draus geworden. Weil man diejenigen nicht findet oder denen das nicht nachweisen kann, es keine Zeugen gibt und so weiter. Ja, genau. Das war dann halt das Problem an der ganzen Sache. Und jetzt kriegt man das halt in den Nachrichten wieder mit, dass diese Partei dann auch noch wieder halt dort in den Landtag einzieht. Waren diese Leute denn erkennbar NPD-Anhänger? Also es waren diese Klischee-Neonazis, also die sind halt rumgelaufen, halt Bomberjacke, halt Glatze, so, also richtig Klischee-Leute. Ja. Du lebst aber nicht mehr dort. Nee, ich bin jetzt nach Köln gezogen. Ja. Seit April wohne ich in Köln schon. Das Problem haben wir hier Gott sei Dank nicht. Ja, also muss ich mir auch sagen. Also wir haben hier Probleme mit anderen gewalttätigen gesellschaftlichen Gruppen, aber nicht mit Neonazis. Ja, ist mir auch, also ist offener auf jeden Fall. Ja, das ist ganz schlimm. Es ist fürchterlich, was man immer wieder und immer wieder hört, vor allen Dingen aus Ostdeutschland, dass es da gibt. Katastrophe eigentlich. Was so die NPD, das ist ja sehr vermischt. Man weiß ja gar nicht so genau, wer ist da nun dabei und welche Gruppierungen auch von ganz rechts sind dabei. Ich finde immer, dass man sich da nicht zu sehr darüber aufregen sollte, dass die in ein Parlament einziehen. Wir sind eine Demokratie und wir sind eine so stabile Demokratie, dass wir das sehr gut verkraften können. Es gibt in anderen, bin ich sehr sicher, es gibt in anderen europäischen Ländern viel stärkere rechte Strömungen. Das haben wir Gott sei Dank nicht. Und ich glaube, dass das unserem Staat nichts antun wird. Dennoch ist es natürlich unappetitlich, sagen wir es so. Ja, und halt auch vom Ansehen denkt man ja auch, weil halt wegen unserer Vergangenheit halt. Und dann fragt man sich natürlich, dass es dann halt noch Leute gibt, in Deutschland, die irgendwie aus der Vergangenheit irgendwie nicht so wirklich was gelernt haben. Finde ich halt beängstigend irgendwie auch. Das ist, also vor allen Dingen überwiegend in Ostdeutschland. Aber es wird immer wieder Minderheiten geben und das ist Gott sei Dank eine Minderheit in Deutschland. Und man sollte sie vielleicht auch nicht aufwerten, indem man ständig und ständig und ständig und ständig darüber redet. Es ist eine Minderheit. Und wir wollen ja für diese Minderheit gar nicht Werbung machen, für deren Geisteshaltung. Ja. Ich finde das sehr schlimm, was dir passiert ist, was da vorgefallen ist. Also ich habe Angst vor diesen Leuten, muss ich ganz sagen. Das glaube ich. Wenn man sowas persönlich erlebt hat, dann ist man natürlich ein gebranntes Kind. Das ist mir völlig klar. Und das ist aber mir zum Glück in Köln noch nicht passiert. Also. Ja. Da bin ich dann wieder... Bist du gut aufgehoben hier. Ja. wir verfolgen die Wahl und hoffen, dass die nicht zu stark werden. Ja, kann man nur hoffen. Ne? Und... dir wünsche ich von Herzen, dass dir nie wieder so eine Gewalt angetan wird. Von wem und von welcher Seite auch immer. Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall. Ja. Und da hätte ich mal noch eine Frage. Bitte. Mit einem Autogramm. Das geht natürlich. Ja, indem du auflegst und wir dich nochmal anrufen, um deine Adresse zu notieren. Okay? Oh ja, das wäre super. Okay. Timo, alles Liebe, alles Gute. Die Sendung ist auf jeden Fall super, wollte ich nur nochmal sagen. Sehr nett von dir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Und Tanja ist hier. Tanja ist... 37. Guten Morgen, Tanja. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir? Ja, wir haben vor nicht allzu langer Zeit miteinander telefoniert. Da hattest du das Thema, wie war das mit dem Sommer? Sagt dir das was? Da hatte ich dich angerufen, dass mein Mann seine Jugendliebe wieder getroffen hat. Ja. Und Sommergeschichten hieß das Thema. Ja, ganz genau. Ja. Ja, und ich sag mal, es hat sich jetzt viel getan. Wir waren bis Mittwoch eigentlich getrennt gewesen. Das war die Geschichte, er hat die Jugendliebe wieder getroffen. Ja, ganz und genau. Du warst auch interessiert an der Jugendliebe. Ja, ganz genau. Das heißt, du hattest dich in die Frau auch ein bisschen verguckt. Ja, ganz genau. Und da war irgendwie so ein Dreier-Kuddelmuddel entstanden. Ja, richtig, ja. Aber die Frau, Entschuldigung, wenn ich es mal zusammenfasse, aber die Frau wollte so sexuell von dir nichts. Richtig. So, richtig. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Wie hat es sich entwickelt? Also, der Stand der Dinge ist also folgendes, sie will immer noch nichts von mir. Da mir aber die Freundschaft
zu ihr sehr wichtig ist. Mhm. Und überhaupt das Leben, was wir zurzeit zu dritt führen, eigentlich eine sehr große Priorität bei mir gewonnen hat, habe ich einfach den Wunsch oder das eben halt für mich jetzt entschieden, sie nicht näher zu bedrängen, sondern einfach eine gute Freundin ihr sein wollen und sie dadurch nicht zu verlieren. Das ist eine ehrenwerte Einstellung, aber wie gehst du damit um? Wie ist denn der Kontakt zwischen deinem Partner und ihr? Also die zwei haben sexuellen Kontakt. Die haben sexuellen Kontakt und das kannst du ertragen? Ja. Und hast du auch noch sexuellen Kontakt mit deinem Partner? Ja. Auch noch? Ja. Also er hat im Prinzip den Luxus, er hat zwei Frauen. Ja, kann ich so sagen. Ja. Ja. Doch. Alle verstehen sich gut miteinander, nur zwischen den Frauen läuft nichts Sexuelles. Ja, ganz genau so sind wir jetzt. Und es gibt keine Spannungen? Nein, also wir haben uns jetzt nochmal intensiv ausgequatscht. Also wir haben uns manche Dinge an den Kopf geworfen. Also wir Frauen vor allen Dingen untereinander, die man vielleicht hätte nicht sagen sollen. Mhm. Man musste einfach vielleicht nochmal Grenzen klar abstecken. War irgendwo auch ein bisschen verzweifelt, enttäuscht, keine Ahnung. Also mir ist dann alles ein bisschen viel geworden. Sag mal ein Beispiel, woran sich der Streit entzündet hat. Ja, ich hatte also so das Gefühl, dass Ulla mir also meine Familie nehmen wollte. Mhm. Da bin ich ein bisschen kribemstig geworden. Familie, es gibt auch Kinder. Ja, wir haben also einen Sohn von 12 Jahren. Ja. Und der ist also, ich sag mal, erste Liebe von Ulla, also er schwärmt sehr für sie. Wie? Und ja, ist so dumm, ja. Aber der Junge kriegt ja auch mit, dass der Papa da plötzlich... Nein, also das ist ein Thema unter uns drei. Ah, ja. Und wenn also unser Sohn dann auch da ist, dann verhalten wir uns neutral. Mhm. Also da ist er noch zu klein für. Also ich weiß nicht, wenn irgendwann mal die Fragen kommen werden von ihm, dann werde ich die ehrlich beantworten. Aber solange nichts kommt... Ist denn dein Partner schon hauptsächlich bei dir und bei euch zu Hause oder ist er auch oft bei seiner und übernachtet bei seiner Jugendliebe? Also übernachten tut er dort nicht. Also er ist viel zu Hause, obwohl wir drei sehr viel Freizeit auch miteinander verbringen. Mhm. Und das ist jetzt so, dass ihr wirklich spannungslos einen Ausflug machen könnt, essen gehen könnt oder weiß ich was, was man so unternimmt. Ja. Das geht. Das ist ja schon eine sonderbare Geschichte, ne? Da trifft ein Mann seine Jugendliebe und die aktuelle Ehefrau verknallt sich auch in die Jugendliebe. Und bei dem Mann flammt auch nochmal was hoch, was damals mal war und wichtig war für ihn. Verrückte Geschichte. Ja, irgendwo kannst du das selber gar nicht glauben, ne? Aber es ist einfach so. Und hattest du denn eigentlich früher auch schon mal so bisexuelle oder lesbische Neigungen? Ja, also wie gesagt, wir sind ja ein Zwingerpärchen und dadurch, klar, hatte ich sexuelle Neigungen und auch die Erfahrungen gesammelt. Auch schon mal hattest du dich auch schon mal verliebt in eine Frau oder waren das bisher nur so Sexgeschichten? Das waren eigentlich mehr so Sexgeschichten. Mhm. Also richtig Gefühle sind da also bis jetzt eigentlich nur bei Ulla gewesen. Wie ist denn das, wenn dein Partner bei ihr ist und du dir an allen 5 Fingern abzählen kannst, die haben jetzt auch Sex miteinander. Schmerzt das denn doch nicht etwas? Nein, also die Phase habe ich gestern Abend abgelegt. Das hat keinen Sinn, Domian. Entweder stehe ich dazu oder ich lasse das. Ja. Weil mich da irgendwo in so einem Zwiespalt zu geben und im Endeffekt dann mein Leben nicht mehr auf die Reihe zu bekommen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Also das ist jetzt für mich vornherein klar. Also ich akzeptiere das. Ja. Ich habe mit meinem Partner also klare Absprachen getroffen, die ich hoffe, die er einhält. Und wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann können wir drei alt werden. Das Ganze läuft ja noch gar nicht so lange. Das läuft jetzt... Ja, 3 Monate. 3 Monate. Ja. Da wollen wir noch nicht von alt reden. Da fließt noch viel Wasser den Rhein runter, wie man so schön sagt. Aber es ist ja gut, wenn ihr euch jetzt arrangiert habt. Richtig. Und was will man mehr? Somit funktioniert es erstmal und wenn es in dem Jahr nicht funktioniert, dann muss man halt wieder neu reden und neu beraten. Das sehe ich auch so. Ja. Man kann zu jedem Problem findet sich eine Lösung, ne? Ganz genau. Liebe Tanja, danke nochmal für deinen Anruf und dass du uns auf dem Laufenden gehalten hast. Ja, kein Problem. Alles Gute. Und dir noch alles Gute, ja? Dankeschön, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das wieder Fernsehen zuschaltet und da machen wir einfach ein paar Takte Musik.
Meine lieben WDR-Fernsehzuschauer, schön, dass ihr noch wach seid und auf uns gewartet habt. Das ganze Programm hat sich verändert heute, verschoben wegen Eishockey. Das hat sich irgendwie verzögert heute Nachmittag, nicht heute Nachmittag, sondern heute am Abend. Und da sind alle Sendungen nach hinten geschoben worden. Wir sind aber da, wir haben auch schon angefangen, hier im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Ja, und freuen uns besonders jetzt, dass die WDR-Fernsehgemeinde auch da ist. Und wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde. Und dann können wir loslegen. Wie immer, freitags eine Freithemennacht. Auch nochmal an euch der Hinweis. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch. Wir reden hier live im Fernsehen, live im Radio. 0800 220 5050 oder meldet mir ganz einfach unter domian@wdr.de. So, jetzt bin ich verbunden mit Lara und ja. Laura. Ja. Und beide sind 14 Jahre alt. Ja. Habt ihr so ein Doppeltelefon? Nein. Nein, ich rede jetzt erstmal mit Lara. Genau. Hallo Lara, warum rufst du mich oder warum ruft ihr mich an? Also das ist so, vor einem halben Jahr ist unser Papa abgehauen mit einer anderen Frau und seitdem ist unsere Mama irgendwie depressiv geworden. Wie alt seid, also Lara, wie alt seid ihr denn? Ich habe gerade 14 gesagt. Ja. Seid ihr Zwillinge? Ja. Ach so, konnte ich ja nicht wissen. Hört man ja nicht so direkt. Nee. Also Moment, jetzt habe ich gerade über das Alter nachgedacht und dir gar nicht richtig zugehört. Ich habe gehört, der Papa ist abgehauen. Ja, mein Papa hat halt eine neue Freundin gehabt. Ja. Und dann hat meine Mama das mitgekriegt und dann haben die sich vor einem knappen halben Jahr getrennt. Oh weia, das ist natürlich schlimm. Ja, und unsere Mama, die ist seither irgendwie depressiv geworden. Wie merkt ihr das denn, dass die Mama depressiv ist? Ja, die schließt sich nur noch in ihrem Zimmer ein, ist entweder am Heulen oder trinkt auch in letzter Zeit total viel Alkohol. Achso, das kriegt ihr auch mit. Ja, jetzt hat sie halt ihren Job verloren. Das auch noch? Ja, weil sie geht auch zur Arbeit und ruft da nicht mal an. Ach so, verstehe. Also aufgrund, weil sie trinkt oder zu spät kommt oder nicht hingeht, hat sie Nein, die Arbeit. Weil sie auch einfach nicht aus dem Bett kommt. Verstehe. Mhm. Ja, und wenn sie dann halt Alkohol getrunken hat, dann weint sie zwar nicht mehr so viel, aber wird dafür auch manchmal so total aggressiv und wir wissen irgendwie auch nicht mehr, wie wir ihr helfen sollen. Seid ihr denn die beiden einzigen Kinder oder gibt es noch Geschwister? Nee, wir haben noch eine kleinere Schwester. Ach so, noch eine kleinere. Wie alt ist die? Die ist 8. Das ist ja dann noch komplizierter. Die ist ja dann noch mehr auf die Mutter fixiert und angewiesen als ihr mit 14. Wie ist denn der Kontakt zu dem Vater? Kommt der ab und zu noch vorbei oder gar nicht mehr? Der ist innerhalb von einem Wochenende ausgezogen und meldet sich seither auch nicht mehr. Und kümmert sich um euch auch nicht, um die Kinder? Nein, und die Mama findet das halt auch gut, weil wenn er gehen will, dann soll er gehen. Aber sie sagt halt dann soll er uns in Ruhe lassen. Wie seht ihr denn das? Also wie siehst du das denn? Hast du nicht schon mal ein bisschen Sehnsucht nach deinem Papa? Doch, und ich würde das ja auch alles gerne mal verstehen. Und er kann uns ja auch mal sagen, wie wir der Mama noch helfen sollen. Mhm. Aber er lässt euch völlig alleine. Ja, weil er hat halt jetzt eine andere Freundin, die ist auch ganz weit jünger als er. Ja, aber er könnte ja mal anrufen. Ja, aber er will halt jetzt lieber mit der noch eine Familie machen, also aufbauen. Mhm. Bist du da sauer auf deinen Vater? Ja, schon, weil der kann ja eigentlich nicht einfach so gehen. Also, man weiß ja nicht, was da zwischen deinem Vater und deiner Mutter passiert ist. Das kann ja sein, dass da große Probleme waren auch. Ja, das ist aber ein ganz anderes Thema gegenüber euch beiden oder euch dreien. Das heißt, euch dürfte er eigentlich nicht so allein lassen. Da müsste er sich schon, ob neue Freundin ja oder nein, müsste er sich drum kümmern. Ja, eigentlich schon. Finde ich schon. So, jetzt geht es der Mutter ganz schlecht. Ja. Ihr seid ja nun schon 14 Jahre alt, da kann man ja schon ganz normal reden. Ja. Hat sie denn mal versucht, irgendwie ein bisschen mit euch mal zu sprechen und euch zu erzählen, was in ihr so vorgeht? Nein, wenn wir sie da irgendwie drauf ansprechen, dann schließt sie sich wieder in ihrem Schlafzimmer ein und dreht die Musik total laut. Die macht ja nichts anderes mehr, als den ganzen Tag irgendwie in ihrem Schlafzimmer hängen. Und mit Musik an, abends trinkt sie dann und wir können sehen, wie wir die Schule klar also machen und nebenbei den Haushalt machen. Ja, und ihr steht letztendlich ganz hilflos da und wisst gar nicht, was ihr machen sollt. Ja, weil meine Mama lässt halt auch keiner an sich ran und sie hat jetzt halt auch die Freunde und Verwandten in letzter Zeit echt total mies behandelt. Mhm. Und die haben sich natürlich auch abgewendet, die haben ja auf dieses Drama auch keine Lust. Ja. Sitzt die Laura neben dir? Ja. Ob die auch mal ein paar Worte mit mir sprechen möchte? Ja, ich gebe dich mal weiter. Dann gib sie mir mal, ja genau. Hallo Domian. Hallo Laura. Du bist die Zwillingsschwester von Lara.
Ja. Das ist ja eine schlimme Situation bei euch, wie Lara das gerade erzählt hat. Wie empfindest du es? Wie bitte? Wie empfindest du es? Ja, es ist nicht wirklich schön. Mhm. Das ist anstrengend manchmal. Gibt es denn irgendjemanden, gerade hat Lara schon gesagt, dass sich viele Leute auch abgekehrt haben von euch, gibt es denn irgendeinen Verwandten, zu dem ihr Vertrauen habt, der auch noch Kontakt mit der Mutter hat? Meine Mutter hat mit niemandem mehr Kontakt. Mit niemandem mehr? Nein, die ist ja nur im Zimmer. Mhm. Gibt es denn einen Verwandten oder einen Freund von früher, so aus dem Kreis eurer Eltern? Wir haben schon mit den Leuten mal gesprochen und die haben sich mal verkracht gehabt irgendwann, so wurde uns das erklärt. Mhm. Das war kurz bevor der Papa weggegangen ist. Also im Klartext, da ist kein Mensch mehr im Moment. Nee. Und ihr Mädels schmeißt den Haushalt auch alleine? Ja, das ist nicht wirklich leicht manchmal. Das glaube ich. Manchmal ist das ein bisschen chaotisch, sag ich mal. Ihr müsst in die Schule gehen? Ja, und wenn Mama ein bisschen sauber wird, dann kann das auch mal vorkommen, dass sie ein bisschen Sachen durch die Gegend schmeißt. Ah ja. Also, das hört sich für mich aber ganz klar so an, dass eure Mama ganz, ganz, ganz dringend ärztliche und psychologische Hilfe braucht. Habt ihr das ihr mal gesagt, warum sie nicht zum Arzt oder zu einem Psychologen geht? Ich habe sie da mal drauf angesprochen und dann hat sie ein bisschen geschrien und dann ist sie in ihr Zimmer gelaufen, hat die Musik laut angemacht und hat geweint. Mhm. Wo ist die Mama jetzt? Die ist jetzt in ihrem Zimmer. Die schläft. Die schläft. Das kann also nicht zufällig sein, dass sie unsere Sendung sieht. Nein. Glaubst du nicht? Mhm. Und sie ist auch nicht dazu zu bewegen, dass sie sich mal mit mir unterhalten würde, vielleicht nächste Woche. Das weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird so sein wie immer, dass sie sich einschließt. Mhm. Wobei, das ist ja nur Telefon und da entstehen ja keine... Ich höre deine Stimme im Hintergrund. Kommt sie? Ich habe deine Stimme im Hintergrund gehört. Kommt sie? Hallo? Hallo? Ja? Umziehen? Spreche ich noch mit Laura? Ja. Ich habe deine Stimme im Hintergrund gehört. Kommt eure Mutter da rein? Nein, das war meine Schwester. Ach, das war die Schwester. Ich meine, du könntest es ihr ja mal vorschlagen, dass ich mit ihr spreche am Montag, Montagabend. Ich glaube nicht, dass das klappt. Mhm. Denn es ist ja ganz unverbindlich, es ist nur Telefon und so weiter. Pass auf, wir werden mal mehrgleisig jetzt fahren. Man könnte es natürlich versuchen, aber... Könnte es mal versuchen. Ich denke mal, dass sie dann ziemlich sauer wird. Mhm. So, wir machen mal Folgendes. Ihr könnt das ja versuchen. Darüber hinaus möchte ich jetzt, dass ihr sofort im Anschluss an unser Gespräch mit meiner Psychologin sprecht. Ja. Die wird euch dann noch ganz konkrete Tipps geben, wie ihr in der Situation eure Mutter jetzt unterstützen könnt. Mhm. Das heißt, da muss ja was passieren, sonst eskaliert die ganze Sache ja. Dann wird es noch viel schlimmer alles. Das glaube ich auch. Ne? Also es müsste irgendwas, muss jetzt so vorsichtig eingeleitet werden, dass eure Mutter zu einem Arzt oder einem Psychologen, möglichst einem Arzt und Psychologen geht. Mhm. Ja? Liebe Laura, dann legst du bitte jetzt auf, oder ihr legt auf. Und ja, die Magdalena, meine Psychologin, ruft euch an. Mhm. Darüber hinaus könnt ihr auch mal versuchen, mit eurer Mama zu sprechen, ob sie mit mir vielleicht nächste Woche sprechen möchte. Man kann das ja mal probieren. Man kann das mal probieren. Aber ich garantiere das nicht. Nee, das ist mir klar. Aber ein Versuch ist es wert. Manchmal, dann klappen ja auch die Dinge, von denen man glaubt, das geht gar nicht. Mhm. Ne? Jetzt legst du erstmal auf und wir rufen gleich nochmal an. Alles klar? Okay, danke, Domian. Okay, alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Das war Laura und Lara, beide 14 Jahre alt und in einer sehr traurigen Situation, weil sie nicht wissen, wie sie ihrer Mama helfen können. Hier ist Markus. Markus ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Markus. Hallo. Hallo Domian. Also ich bin wie nervös, ich bin ein bisschen schon bin. Ja, das ist mir auch mal passiert, wenn ich nervös bin, dass ich den Namen, meinen eigenen Namen gesagt habe. Also Markus, um was geht's bei dir? Also ich bin ein bisschen nervös, ich hoffe, das legt dich ein bisschen, wenn ich etwas erzähle. Und zwar habe ich mich heute bzw. gestern selber angezeigt mit meinem Rechtsanwalt bei der Polizei. Mhm. Und warum, möchte ich dir jetzt erklären. Mhm. Und zwar war das im Jahr 2000 schon, das ist nicht ziemlich lange zurück jetzt. Ich war in einer Fahrschule und habe eine Fahrstunde genommen, eine Überlandfahrt. Ja. Das war an einem Sonntag, ist eigentlich verboten, aber die Fahrlehrer machen das manchmal so, das darf ja nicht offiziell sein. Mhm. Und es ist zum Unfall gekommen bei dieser Überlandfahrt. Ich habe einen Jungen angefahren bei Überlandfahrt im Waldstück.
es galt eigentlich rechts vor links, obwohl es ein ziemlich kleiner Waldweg ist. Ich habe das nicht beachtet und der Fahrlehrer hat telefoniert, hat auch nicht drauf geachtet. Mhm. Und ist also aufgrund grober Fahrlässigkeit also der Junge vom Fahrrad gestürzt. Und ich bin einfach reflexhaft weitergefahren, weil ich wahnsinnige Angst hatte und der Fahrlehrer hat mich auch ermutigt, weiterzufahren. Der hat dich ermutigt, weiterzufahren? Genau, und er meinte, es ist nichts passiert und es sah auch gar nicht so aus damals, als sei was passiert. Wir haben das Fahrrad getroffen, der Junge ist hingefallen und er hat einen Fahrradhelm auf und da hat der Fahrlehrer mir halt ein gutes Gewissen noch eingeredet und ich habe... Was ja unglaublich ist, ne? Eigentlich ja. Hätte er sofort bremsen müssen und sagen müssen, wir müssen die Polizei anrufen. Ja. Das habe ich ihm damals auch noch während der Fahrt gesagt. Ich war auch ziemlich aufgeregt damals und hat er gesagt, ich soll jetzt keine Fragen stellen, es passiert nichts. Mhm. Und es sei auch in meinem Interesse, dass nichts weiter an die Öffentlichkeit kommt, weil ich sonst nicht den Führerschein kriegen könnte die nächsten 5 Jahre. Mhm. Und ich hatte damals einen Ausbildungsplatz in Aussicht, aber unter Voraussetzung, dass ich einen Führerschein habe und ich hatte so viel Angst und er hat mir halt eingeredet, dass ich ganz viel Ärger kriege und ich habe aus eigener Angst geschwiegen, aber auch, weil ich dachte, es sei nichts passiert. Der Junge hat einen Fahrradhelm auf. Hast du denn irgendwie hinterher in der Presse was gehört? Ja. Was war denn mit dem Jungen? Und 2 Tage später, also da kam erstmal in der Presse einfach eine Meldung, dass ein flüchtiger Fahrer gesucht wird. Mhm. Ich habe mit meinem Fahrlehrer damals auch darüber gesprochen, aber er wollte überhaupt nichts davon wissen und hat auch gesagt, dass ich derjenige sei, der Ärger kriegt. Und ich wusste damals auch nicht, dass es nicht so ist. Das habe ich erst später erfahren. Dass er da ist, der Ärger kriegt. So, was mit dem Jungen passiert wird, das habe ich damals aus der Presse noch nicht richtig erfahren können, weil er wohl noch im Krankenhaus gelegen hatte. Es war also noch schlimmer, als es zuerst aussah. Immerhin lag er im Krankenhaus. Ja, genau. Mhm. So, und ich wusste ja, in welcher Siedlung ich ihn angefahren hatte. Und ich hatte in der Siedlung auch einen guten Freund oder Bekannten damals. Mhm. Und über den habe ich halt das dann indirekt erfahren. Also ich habe nie mit jemandem bis heute quasi gesprochen über die Sache, aber ich habe den Kumpel damals ausgehorcht, was mit seinem quasi Dorfmitbewohner ist und der hat also gehumpelt seitdem, das wusste ich, seitdem der Unfall war. Seit dem Unfall, das heißt, der war doch recht schwer verletzt und humpelt bis heute. So, und das ist nämlich jetzt das richtig große Problem, also er lebt heute nicht mehr. Er hat sich letztes Jahr das Leben genommen. Ich habe in der Lokalzeitung eine Anzeige gesehen, die Todesanzeige, weil ich seinen Namen wusste, konnte ich das sofort zuordnen. Wie alt war der Junge? Sich kurz vor seinem 19. Geburtstag umgebracht. Nun weiß man nicht, in welchem Zusammenhang das mit der Behinderung steht. Genau, und da habe ich aber dann halt bei meinem Freund, den ich in dem Ort ja noch hatte, auch nochmal nachgefragt, weil das ist so ein Ort, wo noch jeder jeden so halb kennt zumindest. Und er hat mir gesagt, dass er halt wegen der Behinderung halt so sich vom Leben ausgeschlossen gefühlt hat und auch keine Freunde, keine Freundin hatte, keinen Sport machen konnte. Also der direkte Zusammenhang war nicht so sichtbar, aber man könnte schon sagen, wenn der Unfall nicht gewesen wäre, wäre das jetzt nicht dazu gekommen. Also du hast auf jeden Fall dann damals ganz normal deinen Führerschein gemacht und das Leben ist so seinen Gang gegangen. Jetzt kamen diese ganzen Verstrickungen und die Information, dass der Junge sich das Leben genommen hat. Richtig. Und das war für dich ausschlaggebend, dass dein Gewissen sich gemeldet hat, dass du gesagt hast, ich muss jetzt Anzeige erstatten, ich muss mich selbst anzeigen. Also es kam noch vieles dazwischen. Erstmal, der Tod war ja letztes Jahr schon, also der ist am 20.03. hat er sich umgebracht. Mhm. Letztes Jahr, 2005, ist also jetzt schon 1,5 Jahre her. Wie hat der Junge sich denn umgebracht? Also in der Zeitung stand erstmal nur, dass er tot war. Ich wusste nicht sofort, dass er sich umgebracht hat, aber das denkt man dann oft so bei so Leuten. Mhm. Also er hat sich wohl verletzt mit einem Messer. Das wurde mir gesagt, aber das war nicht nur vom Hören sagen. Wie kam das denn, dass dein Gewissen jetzt so sich so lautstark gemeldet hat in den letzten Monaten, dass du es nun gemacht hast? Also es war erstmal so, letztes Jahr bin ich erstmal zum Fahrlehrer direkt nochmal hingegangen, um mit ihm darüber zu sprechen. Mhm. Und er hat dann einfach aufgelegt, erstmal am Telefon, als ich angerufen hatte. Und als ich da war, hat er mich einfach rausgeworfen aus seiner Fahrschule. Mhm. Ich habe ihn extra aufgesucht, als er noch Bürokram gemacht hatte, als kein anderer Schüler mehr da war, zur theoretischen Stunde oder so. Mhm. Und als ich später nochmal kam, als andere Schüler da waren, da hat er mich wirklich mit Gewalt rausgetan und gesagt, er will mich da nie mehr wiedersehen. Mhm. Und ich war einfach auch ein bisschen ängstlich, weil ich jetzt jahrelang geschwiegen hatte, ob ich mich nicht noch strafbar machen würde. Und das mit dem Gewissen ist jetzt eigentlich weniger der Ausschlag gewesen, sondern ich habe mich mit einem Rechtsanwalt angefreundet, den ich halt über mein Studium auch kennengelernt habe. Mhm. Und der ist auf sowas halt spezialisiert. Und der hat mir ziemlich klar gesagt, weil ich ihm gesagt habe, ein Freund von mir hätte dies und dies Problem, dass es in solchen Fällen überhaupt gar nicht die Schuld des Fahrschülers ist vor Gericht, sondern die des Fahrlehrers. Hättest du dich denn auch selbst angezeigt, wenn dich auch eine Schuld treffen würde, also eine juristische Schuld?
Ich bin mir nicht sicher, aber es ist so, dass mich jetzt hier eine Schuld trifft, weil ich einfach als Mitwisser geschwiegen habe. Mhm. Und insofern habe ich quasi doch jetzt auch Last auf mich genommen. Wie ist das jetzt? Du warst bei der Polizei, hast das alles zu den Akten gegeben? Ich war mit dem Rechtsanwalt, mit dem ich befreundet bin, heute bei der Polizei, weil ich mich tagelang mit ihm vorher auch schon eigentlich wochenlang ausgetauscht hatte. Ja. Also erst quasi der erst, auch dem ich es gesagt habe. Mhm. Was ist jetzt so, wenn du es mir ganz klar erklären sollst, was war überwiegend? War schon das einfach die Gewissensbelastung zu groß oder war einfach auch die Wut auf den Fahrlehrer so groß, dass er das mit dir quasi gemacht hat? Ich muss da ehrlich sagen, es war vor allem die Wut auf den Fahrlehrer, weil er hat mir wirklich gesagt, er wird mich totschlagen wörtlich, als ich bei ihm dann war letztes Jahr, wenn ich irgendwas sagen würde. Und also das ist unfassbar, dass ein Fahrlehrer so etwas überhaupt damals schon gemacht hat, dass er, dass er zugelassen hat, dass er dich dazu animiert hat, weiterzufahren. Wer weiß, wie verletzt der Junge da noch gelegen hat und wie lange er gelegen hat. Das war ja offensichtlich kein Mensch da sonst. Ja, ich weiß auch ungefähr jetzt, warum er es gesagt hat. Also einmal war es wohl so, der Fahrlehrer ist halt, wie gesagt, am Sonntag mit mir gefahren. Das ist verboten in der Regel. Mhm. Also soweit ich das jetzt recherchiert habe, dürfen Fahrlehrer gar nicht sonntags fahren an Feiertagen. Aber die Strafe, die er damals bekommen hätte, wäre natürlich weitaus geringer gewesen als das, was ihm jetzt droht. Und die andere Sache ist, er hat auch telefoniert während der Fahrt. Das ist als Beifahrer wohl nicht verboten und er ist ja quasi nur Beifahrer. So, was könnte dir denn jetzt als Strafmaß vorstellen? Sozialstunden oder Geldbuße. Also, und in der Regel auch Bewährungsstrafe halt. Also ich werde auf jeden Fall nicht in den Knast kommen und ich werde höchstwahrscheinlich auch nicht vorbestraft werden. Mhm. Aber ich muss mit einer Geldbuße zumindest rechnen und mit Sozialstunden. Mhm. Aber ist denn da so eine Neugierde, dass du noch mehr gerne über diesen Jungen erfahren möchtest, was ihn zum Beispiel wirklich dazu bewogen hat, sich das Leben zu nehmen? Ja, ich war oft auf dem Friedhof zumindest auch öfter mal bei ihm, einfach um da ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen. Mhm. Aber da müsstest du ja ein bisschen nachfragen, vielleicht bei den Eltern oder in der Umgebung. Geht es so weit, dass du das machen möchtest? Ich hatte mir mal gewünscht, dass vielleicht die Eltern zufällig dann auch am Grab sind und ich mich als ein ehemaliger Kumpel oder so ausgeben könnte. Mhm. Es war dann so, dass eine Nachbarin von dem Jungen aus dem Dorf am Friedhof war und mich auch im Gespräch verwickelt hatte und auch was sagen konnte. Da habe ich auch nochmal erfahren, dass es also definitiv Selbstmord war und das auch letztendlich mit dem Unfall im weiteren Sinne zusammen. Ja, wahrscheinlich wirst du ja noch viel mehr erfahren jetzt, wenn da ein Prozess in die Gänge kommt. Dann werden die Eltern ja auch zur Aussage gebeten wahrscheinlich und du wirst noch mehr erfahren. Also ich finde gut, dass du das gemacht hast. Ich bin auch wahnsinnig erleichtert. Ich muss sagen, heute geht es mir gut. Das klingt so wahnsinnig egoistisch letztendlich, aber mir geht es richtig gut, weil ich einfach froh bin, dass ich es geschafft habe, nicht feige zu sein. Ja, und vor allen Dingen wirst du da jetzt dazu beitragen, dass dieser Mann in seinem Job aus dem Verkehr gezogen wird. Und das ist ja richtig so. Er war damals schon vorbelastet, weil es war schon mal was mit ihm gewesen. Und das ist auch der Grund, warum er um seinen Job hätte fürchten müssen, wenn das zweite jetzt auch rausgekommen wäre. Damals. Also ein schönes Beispiel dafür, dass man kann Fehler machen und dennoch kann man auch versuchen, auch wenn viel Zeit vergangen ist, doch noch wieder versuchen, das gut zu machen. Man kann es nicht wirklich gut machen, aber man kann zumindest noch mal eine andere Richtung einschlagen. Und die Richtung, die du jetzt eingeschlagen hast, die finde ich absolut in Ordnung, Markus. Und gut, dass du es gemacht hast, wirklich. Also ich schäme mich nach wie vor und ich werde auch große Probleme haben, den Eltern unter die Augen zu Das glaube ich, ja. Aber im Moment überwirkt mir einfach erstmal der Stolz, die Genugtuung und ist wahnsinnig erleichternd. Ich kann viel offener mit Leuten jetzt sprechen. Wenn ich früher eine Beziehung mal hatte, dann war immer das Problem, dass meine Freundin immer gemerkt hat, dass irgendwas bei mir ist, ein Geheimnis irgendwo und ich konnte auch niemanden so richtig in die Augen sehen und über frühere Zeiten sprechen. Also, ich finde es gut, dass du es gemacht hast, Markus. Ja. Und auch gut, dass du es hier erzählt hast. Das ist vielleicht auch noch ein Beispiel ein bisschen für Zivilcourage für andere Leute. Ich wünsche dir alles Gute und bleib bei dieser Grundhaltung. Die ist gut, die ist in Ordnung. Und du bei deiner guten Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. Hier ist Diana. Diana ist 24. Hallo, Diana. Hallo, Domian. Hallo, Diana. Was ist dein Thema? Und zwar ist bei mir Thema Michael Jackson. Michael Jackson? Ja. Ist der noch Thema? Bitte? Ist der noch ein Thema? Ich dachte, er ist so out. Für mich seit 14 Jahren schon, ja. Weil du ein wahnsinniger Fan bist? Ja, genau. Und zwar hat das mit 10 Jahren angefangen. Da habe ich mich nur für seine Musik interessiert, erstmal. Mhm. Und dann habe ich mich aber mit der Person Michael Jackson befasst. Mhm. Und war auch auf Konzerte und so weiter, habe ihm auch schon die Hand gegeben. Du hast ihm die Hand gegeben? Ja. So nah bist du rangekommen? Ja, genau. Da hat der wahrscheinlich seine Hand erstmal in Sakrotan gebadet danach. Ach, nee. Der ist ja so Viren. Nee, der ist doch,
andere Leute, die kennen den nicht so oder die beschäftigen sich nicht so und meinen, der hat sie nicht alle oder so. Ja, also du hast ihm sogar die Hand gegeben und bist heute nach wie vor nach all dem, was passiert ist, immer noch Fan. Ja, genau. Und was sagst du zu den Vorwürfen, dass er sich an Kindern eventuell vergangen hat? Also das glaube ich auf keinen Fall. Also ich war mir von Anfang an eigentlich sicher, dass er unschuldig ist, weil ich mich auch mit dem Jungen beschäftigt habe, der den angezeigt hat. Und Michael hatte ja auch alles bezahlt für ihn. Also die Leute, die schätzen den ganz schlecht ein, finde ich. Und das aber ist ein bisschen traurig. Ist das nicht merkwürdig? Also ich bin irgendwann auch stutzig geworden, dass ich dachte, Mensch, der schart immer Kinder um sich herum, dass das schon sowas Pädophiles ist. Vielleicht also nichts Gewalt. Pädophil ist ja für mich, wenn man Kinder anfasst oder irgendwie sexuelle Fantasien hat. Aber bei Michael ist das so, dass er keine Kindheit hatte früher. Und deswegen will er mit den Kindern seine Kindheit eigentlich nachholen auf Neverland, also seine Ranch. Ist eine wohlwollende Interpretation, das kann man so sehen. Man kann es aber auch alles anders irgendwie wie deuten. Ja gut, keiner war dabei, ne? Keiner war dabei. Ist es so, dass es für dich so ein Idol ist, dass du sagst, ich bin sogar in diesen Typ, das sagen ja viele Leute, die Idole haben, in ihn verknallt bist? Ja, also verknallt kann man schon nicht mehr sagen. Also verknallt ist ein Teenager. Also mittlerweile bin ich 24 und da müsste das eigentlich so ein bisschen nachlassen. Aber bei mir wird das von Tag zu Tag schlimmer und von Jahr zu Jahr. Oh. Und mittlerweile ist das auch so schlimm, dass ich zu keinem Mann oder den ich kennenlerne, irgendwie eine Bindung aufbauen kann. Oder? Weil du nur Michael Jackson im Kopf hast. Ja, genau. Weil du also am liebsten da habe ich regelrecht ein schlechtes Gewissen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Typen sage, oder er erwartet von mir, wenn ich mit ihm zusammen bin beispielsweise, erwartet er von mir, dass ich ihn auch zeige, dass ich ihn liebe. Ja. Glaubst du denn? Sage. Aber ich kann das nicht. Ja. Da habe ich direkt ein schlechtes Gewissen. Also das heißt, wenn du jetzt einen Mann küssen würdest oder gar mit einem Mann schlafen würdest, hättest du ein schlechtes Gewissen Michael Jackson gegenüber. Ja, genau. Was ja, gelinde gesagt, komplett absurd ist, ne? Ja. Glaubst du eigentlich, dass Michael Jackson heterosexuell ist? Ja, doch schon. Doch schon? Ja. Also er hat ja auch schon Frauen gehabt. Ja, hat er? Ja, hat er. Das wissen auch die wenigsten. Naja, das ist schon merkwürdig, dass das so wenige wissen. Wie auch immer, lassen wir Michael Jackson in Ruhe. Der ist sicherlich auch ein Opfer von vielen Dingen, die in seinem Leben passiert sind. Und eine tragische Figur. Er ist ein großartiger Künstler, ein großartiger Musiker und das ganze Denkmal ist ja zusammengestürzt. Er ist ja heute keine Größe mehr im Showgeschäft. Ja, gut, weil... So, aber lass uns nicht über Michael Jackson reden. Lass uns über dich reden, Diana. Ja. Hammer ist das, was du mir gerade erzählt hast. Hammer. Du bist völlig auf der falschen Fährte. Ja. Du machst dein Leben komplett kaputt durch eine Illusion. Das ist ein Hirngespinst, was du da hast. Du könntest dir auch eine Comicfigur ausdenken, in die du dich verknallt hast. Dieser Mann ist absolut fern und du wirst nie diesen Mann kriegen und dieser Mann ist nicht real in deinem Leben. Ja, mein Kopf sagt mir das ja auch, aber mein Herz, weiß ich nicht. Ja, aber man kann, das Herz fällt nur auch nicht vom Himmel in einen rein. Da kann man auch eine ganze Menge für tun. Man kann sich in alle Dinge reinsteigern und man kann auch gegen Dinge, denen man emotional ausgesetzt ist, gegen die kann man auch gegensteuern. Das ist dann immer schwierig, aber man muss das natürlich auch erstmal wollen und tun. Ich könnte mir vorstellen, dass du das gar nicht tust. Wie viele Bilder hast du in der Wohnung hängen von Michael Jackson? Also das ist voll, ja. So, erste Therapieakt. Alle Bilder aus der Wohnung raus. Und deswegen gehe ich nicht irgendwie zum Psychiater oder so. Weil der dir das dann sagt? Genau, also meine Familie hat mir das auch schon geraten, weil sie auch sagen, das ist nicht normal mit den ganzen Poster und alles. Aber ich kann das nicht, ich kann nicht die ganzen Poster und alles wegräumen. Also da fehlt was in meinem Leben. Ja, das ist aber vielleicht ganz gut, wenn dann endlich mal was fehlt, weil da ist ja nichts. Es fehlt ja jetzt auch was in deinem Leben.
Normal oder unnormal, das ist mir völlig wurscht. Mir geht es jetzt um dein Leben und um dein Glück. Du bist ja unglücklich so. Ach ja, unglücklich nicht. Also ich mach die Musik an und dann bin ich wieder glücklich. Ja, aber es ist ein seltsames... Also der hat mir auch schon in so vielen Situationen geholfen, das kann mir kein Mann geben. Aber es ist ja ein bizarres Glück, es ist ja alles nur eine Illusion. Und das heißt, von wirklichen Menschen oder von einer wirklichen, realen Liebe hält er dich ab? Willst du so alt werden? Willst du auch mit 60 noch Michael Jackson Lieder singen? Also mit 60 will ich auf jeden Fall noch Fan sein, ja. Ja, Fan ist ja okay, aber du verzichtest ja komplett auf dein Leben. Der nimmt dich nie in den Arm, der streichelt dich nicht. Von dem kriegst du kein Kind. Mit dem kannst du keine Familie gründen. Mit dem kannst du nicht in Urlaub fahren, mit dem kannst du nicht einen schönen Sonnenuntergang angucken. Ja, das ist schon richtig, aber er gibt mir viele andere Dinge. Was gibt er dir denn? Der hört mir zu, zum Beispiel. Ja, da kannst du dich auch von einem Baum setzen, der hört ja auch zu. Ja, gut. Ja, der hört ja nicht zu. Der nicht, der sitzt irgendwo und macht sein Ding. Der gibt mir aber auch schon alleine Kraft, wenn ich ihn auf Videos sehe oder so. Ich weiß ja selber, dass das absurd ist, aber ich kann dagegen nichts machen. Diana, der erste Schritt, um etwas zu machen, ist, dass man es auch machen will. Und ich glaube, ich habe noch nicht den Eindruck, dass du das machen willst. Weil du das für dich noch nicht einsiehst oder noch nicht spürst, dass du da in eine Sackgasse geraten bist und dich vom Leben isoliert. Ja, ich bin mir auch... Das ist meine Sorge. Das ist wirklich meine Sorge. Dass du vom Leben komplett isoliert wirst durch diese Illusion Michael Jackson. Mhm. Von mir aus kannst du ja so ein schräges Hobby haben. Ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Bis zu einem gewissen Punkt haben das ja ganz viele Leute. Aber du darfst nicht zu kurz kommen dabei. Und du kommst zu kurz. Was machst du vom Beruf? Ich bin gelernte Hotelfachfrau. Habe ich auch extra wegen Ihnen gelernt. Ich wollte eigentlich in Köln arbeiten, da wo der auch immer absteigt, wenn er hier in Deutschland ist. Ja. Hat aber nicht geklappt. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt, nee. Ja, was heißt bis jetzt, Diana? Selbst wenn du ihn vielleicht irgendwann nochmal sehen solltest, schmink es dir komplett ab, du wirst mit diesem Menschen keine Beziehung haben. Ja, das... Der hat hunderte, tausende von Menschen immer noch auf der Welt, die so denken... wie du. Das ist für den auch ganz, das weiß er, das wird ihm schmeicheln, aber das ist für ihn auch ganz... Nee, ich glaube, dem wird das nicht so gefallen, wenn... Sagen wir mal, es ist ihm vielleicht sogar völlig egal. Nee, egal auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Er hat ja nichts davon. Er hat nichts Positives und nichts Negatives davon, es sei denn, du kaufst deine CDs. Da hat er was Positives davon. Also ja, wie auch immer. Ich Fan bin schon, aber ihm wird das auch nicht gefallen, wenn er wüsste, wie ich bin jetzt. Vielleicht. Mit Männern. Ja, vielleicht, wirklich. Wenn er jetzt hier säße, du sagst das ja richtig, stimmt, du sagst das wirklich richtig. Wenn er jetzt hier säße und ich würde mit ihm über dich sprechen, könnte ich schwören, dass er sagen würde, das ist falsch, Diana, was du da machst. Lebe du auch dein Leben, so wie ich, Michael Jackson, auch mein Leben lebe. Das würde der hundertprozentig sagen. Das würde mir sagen. Das ist ja kein schlechter Mensch. Der würde ja nicht sagen, ja, sei meine Untertanin und meine Sklavin im Geiste oder so. Würde der nicht sagen. Der würde sagen, mach dein Ding. Ich freue mich, dass du ein Fan bist von mir. Ich freue mich, dass du meine Musik hörst. Aber geh deinen eigenen Weg. Mach dein eigenes Ding. Das würde Michael Jackson zu dir sagen. Und das, finde ich, ist das Hauptargument, Diana. Ja. Das ist das Hauptargument. Ja. Wenn mein Herz sagt, dann sag dir das erstmal Klick machen. Lassen. Schon, aber dann bläu dir immer wieder diese Erkenntnis ein, dass er das so sehen würde und er würde es so sagen. Ja, aber bis jetzt war das ja noch nicht so, dass mein Herz jetzt Klick gemacht hat. Also kann ich ja auch so unglücklich gar nicht sein. Ja, aber wenn du so versuchst, objektiv dein Leben zu betrachten, ist das schon kein gutes Leben. Die Isolation. Ja, das schon. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt dazu. Ja. Und nochmal, denke dran, was er zu dir sagen würde, welchen Rat er dir gäbe. Das ist, glaube ich, die beste Therapie. Ja. Alles Gute von Herzen. Ich werde es versuchen. Danke, Domian. Diana, alles Gute. Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Manu, 27. Hinter Manu weiß ich nie, ist das nur eine Frau oder ein Mann? Ich bin
weiblich, soweit ich das weiß. Soweit du das vermutest? Ja, genau. Also laut meiner Mutter bin ich weiblich. Manu ist bestimmt eine Abkürzung von? Manuela. Natürlich. Ja, genau. Aber wir nennen dich Manu. Ja, genau. Ist mir am liebsten, weil selbst meine Oma sagt Manu zu mir. Also. Okay. Manu, um was geht's denn? Ja, ich habe ein kleines Problem. Mhm. Einen Moment bitte. Ich habe meine Karte verloren. Kann ich die bei Ihnen bekommen, eine neue? Oder? Ja. Wo ist sie? So. Wo bist du da? Ich bin nämlich gerade in der Arbeit. Ach so. Ja. Bei mir geht's darum, ich komme gebürtig aus Bayern, bin nach Nordrhein-Westfalen gegangen, zu meiner Tante gezogen, habe dann hier oben einen sehr netten Kerl kennengelernt, der mir dann auch prompt, wie ich es erhofft hatte zu dem Zeitpunkt, auch einen Heiratsantrag gemacht hat. Und jetzt habe ich das Problem, bei mir stellt sich Heimweh ein. Nach Bayern? Ja. Und ich werde dieses Jahr definitiv wieder zurückgehen, weil ich muss sagen, Nordrhein-Westfalen ist schön, aber Bayern ist meine Heimat und Bayern bekommt mich auch wieder. Also ich kann nicht mein ganzes Leben hier verbringen. Also Bayern ist sehr schön, muss ich dir zugeben. Kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass du... woher kommst du denn in Bayern? Oberpfalz. Oberpfalz, was sind denn da für... Also Richtung Regensburg. Richtung Regensburg, das ist eigentlich das Gängigste, was bekannt ist. Ja, ja. So, jetzt hast du aber deine Liebe hier. Ja, genau. Wie eng ist jetzt die ist, das ist sehr eng, ne, wenn der Heiratsantrag ausgesprochen wurde? Also die Liebe ist definitiv da, aber ich habe halt immer noch das Problem mit meinem Heimweh, weil sich das irgendwie nicht kitten lässt. Was und auch nicht in Einklang bringen lässt. Ist er denn beruflich oder wie auch immer fest an Nordrhein-Westfalen gebunden? Ja, und er wird hier auch nicht weggehen. Er geht nicht weg? Definitiv auf gar keinen Fall. Oh, jetzt haben wir natürlich ein großes Problem. Genau. Aber Manu will definitiv in ihr Bayernland zurück. Ja, so und, ist das. Und wir können dich nicht locken, vielleicht mit der Eifel, wo es auch schön ist, wo auch Bäume und Natur und so... Keine Chance, es muss Bayern sein. Nee, es hat ja auch viel, meine Heimat hat ja auch viel mit dem Dialekt zu tun, mit den Traditionen, die wir pflegen und ja. alles. Und das ist hier oben einfach nicht machbar. Das ist hier wirklich nicht machbar, da kann man sich anstrengen. Ja, was machen wir denn da? Ja, ich habe... Er will definitiv hierbleiben und du da? Bitte? Nee, ich sag, wenn er hundertprozentig hierbleiben will und du hundertprozentig nach Bayern willst, gibt's keine Lösung. Nee, es gibt halt nur den Knackpunkt, er bleibt hier und ich gehe, genau. Ja, Fernbeziehung. Ja, genau. Also das Ende oder? Der Beziehung steht definitiv fest. Was steht? Ich habe jetzt nur das Problem, dadurch, dass die Gefühle ja da sind und sich auch so schnell nicht ändern werden, habe ich das Problem, ich weiß nicht, wie ich ihm das erklären soll. Weil in dem Sinne, dieses Traditionsverbundene, das ich jetzt habe, hat er nicht. Ach, ihr habt da noch gar nicht groß drüber gesprochen. Naja, es hieß halt am Anfang, ja, es ist die beste Lösung und du kriegst ja da genau das, was du haben möchtest. Ja. Und also es ist das Beste, was dir passieren kann, im Endeffekt. Aber ist er denn, das muss ich jetzt mal fragen, so versessen auf Nordrhein-Westfalen, wie du auf Bayern bist? Nee. So, dann könnte man doch vielleicht doch irgendwas machen. Was macht er denn beruflich? Er ist am Flughafen Dortmund. So, es gibt doch einen Flughafen auch in Bayern, um nicht zu sagen mehrere Flughäfen. Aber nicht da in der Nähe, wo ich hinziehe. Ja, aber vielleicht in München, oder? Ja, aber München ist dann auch 250, 300 Kilometer weg. Welcher ist denn der nächste Flughafen von dir, da unten? Der nächste Flughafen von mir, lass ich mal überlegen, ich glaube, das ist Nürnberg. Und der ist auch über 100 Kilometer weg. Na gut, dann lieber 100 Kilometer als 400 Kilometer. Ich fahren kann. Also können schon, ja, also Manu, man kann sicher eine Weile so eine Fernbeziehung laufen lassen. Ja, aber... Vielleicht erweicht er sich dann, ja? Also ich würde gerne, wenn ich sein Freund wäre, mit dir nach Bayern gehen. Ich finde Bayern wunderbar. Vielleicht sagt er das ja auch, dann denkt er sich, okay, dann suche ich mir da unten einen Job. Und Manu ist glücklich, sie kann ihre Tradition pflegen und ihre bayerische Sprache sprechen und alles ist in Butter. Nee, also das wird definitiv nicht passieren, das weiß ich. Also er ist so versessen auf seinen, also was heißt versessen? Er sagt halt, ihn bringt hier nichts weg. Die jungen Leute müssen doch beweglich sein, das ist doch nicht... Er hat hier seine Familie, die wohnen hier alle um die Ecke. Dann gibt's keine Lösung. Er hat seine Wohnung. So, dann gibt's aber... Ja, das ist alles super. Dann gibt's keine Lösung. Dann müsst ihr beide eine Fernbeziehung machen. Ja, entweder eine Fernbeziehung oder gleich Schluss machen. Jetzt ist halt mein Problem,
ich bin kein Typ für eine Fernbeziehung. Doch, erstmal ausprobieren. Es gibt da. Ich hatte schon mal sowas in die Richtung und das ist so dermaßen in die Brüche gegangen. Also nochmal versuchen. Ist jetzt ein neuer Mann. Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Vielleicht wird sich ja aus dem Problem auch noch irgendwie doch eine neue Lösung ergeben. Jetzt ist die Sendung vorbei. Deshalb, wir müssen Schluss machen. Okay. Ich rate erstmal zur Fernbeziehung und dann mal gucken, wie alles weiterläuft. Liebe Manu, alles Liebe, alles Gute. Ebenso. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder in der